Grüß Gott. Bevor gleich die Vorlesungsaufzeichnung startet, muss ich ein paar Dinge vorab sagen. Also heute war so ein bisschen der Wurm drin. Das hat schon damit angefangen, dass bei den WUCLAP-Fragen ich da teilweise die Antworten nicht ganz richtig kodiert hatte. Kleiner Indexfehler drin. Und das ging dann weiter. Dann hatte ich so ein neues Programm für den Mauszeiger. Das hat auch eher so Mucken gemacht. Und dann habe ich mich direkt beim einen Induktionsbeweis, der eigentlich relativ leicht ist, total verrechnet. Da hat mir dann aber Gott sei Dank jemand von Ihnen geholfen. Das haben wir noch ganz gut hingekriegt. Da werde ich jetzt im Video einfach ein bisschen vorspulen, damit Sie das nicht so sehr verwirrt beim nachher ansehen. Und dann ganz zum Schluss habe ich gar nicht mehr dran gedacht, wann die Vorlesung aufhört und wollte in den letzten 5 Minuten dann noch was beweisen. Das ist dann so komplett in die Hose gegangen. Da habe ich quasi über die falsche Variable versucht, den Induktionsbeweis zu machen. Den Teil habe ich einfach nachträglich nochmal komplett neu aufgenommen. Das ist nicht ganz ideal. Ich werde versuchen, demnächst auch in den Live-Vorlesungen dann die Sachen doch noch etwas besser vorbereitet zu haben, sodass das dann direkt sofort richtig ist. Hier im Video korrigiere ich es halt immer transparent. Und ansonsten müssen wir einfach mal denken, auch Dozenten sind nur Menschen. Und auch wenn die an der Tafel stehen, sehen die manchmal Dinge nicht, die, wenn sie dann auf dem Rad nach Hause fahren, ihnen sofort wieder einleuchten. Gut, dann herzlich willkommen zur dritten Vorlesung Elementare Diskrete Mathematik. Heute machen wir noch ein bisschen weiter bei Ordinalzahlen und Peano-Axiomen. Da kommt aber eigentlich nichts Neues mehr. Das greife ich einfach nur noch mal auf, um dann direkt zur vollständigen Induktion zu kommen. Und dann auch noch zwei wichtige Folgerungen oder zwei Dinge, die im Zusammenhang mit der vollständigen Induktion stehen, die auch als Beweisprinzipien für manche Probleme aus der diskreten Mathematik ganz hilfreich sind. Das ist das Wohlordnungs- und das Schubfach- oder auch Pigeonhole-Prinzip. Da haben wir letztes Mal so uns mit beschäftigt gehabt, so gegen Ende der Sitzung, Peano-Axiome, die im Grunde genommen sagen, wie man sich so entlang des Zahlenstrahls bewegen kann oder, wenn man es jetzt etwas weniger prosaisch sagt, was für Teilmengen der natürlichen Zahlen so gilt, dass man halt weiterzählen kann. Und das, wenn man, insbesondere ganz wichtig, das fünfte Peano-Axiom, wenn man eine Teilmenge der natürlichen Zahlen hat, 1 ist Element dieser Teilmenge und man weiß, immer wenn das n-te Element in der Teilmenge drin ist, dann ist auch das n plus 1-te Element in der Teilmenge drin. Das bildet im Prinzip da die Basis oder ist gleichwertig mit dem Induktionsprinzip, das wir uns dann jetzt ansehen werden. So, hier auch nochmal die Operation, die Addition durch Weiterzählen. Kommutativität wollten wir nicht machen. Warum? Weil man da zweimal eine Induktion machen muss, also über x und über y. Das ja, macht eigentlich wenig Freude. Da gucken wir uns lieber andere Induktionsbeweise an. So, die Multiplikation, meine ich, wäre ich letztes Mal vielleicht auch schon zugekommen, bin ich mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Die ist so definiert, dass man sagt, naja, einmal x ist wieder x und dann x mal der Nachfolger von y ist dasselbe wie x mal y plus nochmal x. Und damit kann man dann auch wieder rekursiv die Multiplikation bestimmen, indem man eben wieder so sagt, wenn da 3 mal 5 steht, ist das eigentlich dasselbe wie 3 mal der Nachfolger von 4 und 3 mal der Nachfolger von 4 ist dasselbe wie 3 mal 4 plus nochmal 3 und jetzt geht das wieder so weiter. Ja, jetzt kann ich sagen, 3 mal 4 ist eigentlich dasselbe wie 3 mal der Nachfolger von 3 plus nochmal die 3. Und so wird das langsam, wird aus der Multiplikation eine Additionsaufgabe. Und wie die Additionsaufgaben funktionieren, hatte man ja vorher schon gesagt. Und für die, die das noch weiter interessiert, die dürfen das dann ja auch als Übungsaufgabe machen. Was wir sicher noch nicht gemacht haben, war die Anordnung. Das ist aber auch in den natürlichen Zahlen eher relativ leicht. Also x heißt genau dann kleiner als y, wenn es eine Zahl z, eine natürliche Zahl z gibt, für die gilt x plus z ist gleich y. Und wenn es die nicht gibt, dann ist in der Regel das genau umgekehrt oder die Zahlen waren sogar schon gleich. So, und jetzt kann man auch noch fragen, was sind Subtraktion und Division? Dass man das überhaupt angeben kann, also man kann das angeben in den natürlichen Zahlen, wie Ihnen wahrscheinlich klar ist, ist aber eben nicht jede Operation ausführbar innerhalb der natürlichen Zahlen. Also wenn wir jetzt mal x geteilt durch y ist gleich z, soll ja bedeuten, Sie finden zum y einen Faktor z, sodass x als Ergebnis herauskommt. Das klappt manchmal,
Wenn da steht 8 geteilt durch 4, dann finden Sie so ein Set, nämlich 2. Aber wenn da steht 8 geteilt durch 3, dann geht das nicht ganz auf. Dann braucht man eine Ganzzahldivision oder eine Division mit Rest oder sowas. Das gucken wir uns aber in einer Woche oder nach Ostern an. Also das dauert noch ein bisschen. Aber was wichtig ist, dass die Lösung, wenn sie existiert, eindeutig ist. Und das ist so, weil eben die Multiplikation und die Addition eindeutig sind. Also wenn es eine Lösung gibt, dann gibt es auch nur genau eine Lösung. Das weiß man sicher, aber man weiß eben nicht unbedingt immer, dass eine Lösung existiert. Dafür müsste man ja, wenn man ans Minus denkt, auf die ganzen Zahlen gehen. Und wenn man ans geteilt durchdenkt, auf die rationalen Zahlen, dann hätte man die beiden Sachen erfüllt. Also das motiviert sozusagen, die Zahlbereiche dann zu erweitern, wenn man verlangt, dass da immer eine Lösung existieren soll. Genauso wie man die reellen Zahlen ja üblicherweise dadurch motiviert, dass man Zahlen für jede Zahl eine Zahl haben will, die diese Zahl als Quadrat hat. Und das hat man ja normalerweise eben auch nicht. Beziehungsweise muss man dann vielleicht sogar auf die komplexen Zahlen gehen, wenn man das auch für negative Zahlen haben will. So, zur Einleitung vollständige Induktion. Wir fangen mal ganz langsam an so, und kommen ein bisschen ins Überlegen. Hier sind verschiedene Zahlenfolgen dargestellt als figurierte Zahlen. So, die einfachen zeige ich gleich und die schweren müssen Sie sich dann überlegen. Was will man dann ganz gerne haben? Ja, einerseits kann man sich eine rekursive Formel überlegen, die würde immer sagen, wenn ich weiß, was an der Entenposition liegt, was liegt dann an der N plus ersten Position? Also da guckt man quasi immer ein Bild und das Bild direkt daneben an, den Nachfolger, und schaut, wie geht es von einem zum nächsten. Für große Zahlen wäre das dann aber umständlich, ne, wenn ich jetzt Sie fragen würde, wie sieht in der untersten Zeile das tausendste Bild aus? Und Sie sagen, naja, da muss ich zum 999. Bild das und das dazugeben. Ist das ein bisschen unpraktisch, weil ich müsste ja erst alle 999 Bilder davor mir überlegen. Das heißt, man will auch das haben, was man eine explizite Formel nennt. So, jetzt findet man manchmal Formeln, wo man denkt, ah, das könnte die richtige explizite Formel sein. Und da kommt dann die vollständige Induktion ins Spiel. Die vollständige Induktion kann man dann in der Regel benutzen, um zu beweisen, dass diese explizite Formel, die man da gefunden hat, auch wirklich für alle n richtig ist und nicht nur zufällig für die ersten 5 stimmt. So, das ist eine Möglichkeit, wie man da rangehen kann. So, wir gucken uns mal die obersten beiden und die untersten Folge. Habe ich hier nochmal schon etwas vorbereitet. Farbig nochmal hingeschrieben. Und zwar habe ich das immer so gemacht, dass ich farbig kodiert habe, was dazukommt. So, also ich schreibe das jetzt mal so. Das hier ist A1, das hier ist A2. Man kann das auch anders schreiben, ich schreibe es gleich auch nochmal anders hin. Man kann das auch so schreiben, so mit so einem kleinen Index. Das ist gehopst wie gesprungen. Und das hier ist A4 oder A4. Muss ich näher ran? So, und jetzt möchte ich mir überlegen, was passiert immer von, also wenn ich an plus 1 wissen möchte, wie hängt das mit an zusammen? Das habe ich jetzt nicht schön geschrieben. So, also ich schreibe jetzt mal das an nach vorne, weil wie man offensichtlich sieht, ist das einfach immer an plus 1. Ne? Da kommt immer von einem n zum nächsten, kommt immer 1 dazu. So, aber trotzdem, das 100. Bild habe ich so natürlich nicht. Sie sehen aber sofort, was das 100. Bild ist. Ne? Das geht hier 1, 2, 3, 4. Also das hier wäre die rekursive Formel. Rekursiv. Ui, mein Rechner scheint überlastet zu sein. Da werden wahrscheinlich im Hintergrund wieder irgendwelche Windows-Updates installiert. Das ist das eine. Und jetzt gäbe es natürlich auch noch die explizite. Explizit. Und die würde einfach sagen, an ist gleich n. Also explizit erkennt man immer daran, hier hinten darf jetzt nichts mehr vorkommen, wo das a irgendwie drinsteht. Ich schreibe es auch noch mal in dieser Folgenschreibweise hin.
an plus 1 ist gleich an plus 1 und explizit wäre eben an ist gleich n. Gut, jetzt gucken wir mal unten scharf hin. A1, und das habe ich ja nicht ganz zufällig gemacht, dass ich hier gewisse Punkte rot und gewisse Punkte blau gezeichnet habe. Ich behaupte, hier ist das so, wenn ich von an plus 1 zum nächsten gehe, ist das immer an, das was vorher da lag, plus, und jetzt gucke ich mir das an. Also hier kommen 3 hinzu, hier kommen 5 hinzu und das ist 3. Jetzt sage ich die 5 mal anders. Hier ist ja 2, also n ist 2, n plus 1 ist 3. Also liegen hier 2, hier liegen genau n. Und hier oben liegen auch 2. Wenn das n plus 1 ist, sind hier also auch n. Und hier liegt einer. Jetzt gucke ich mir das hier an. Hier bin ich an der vierten Stelle. Das soll jetzt mein an plus 1 sein. Hier liegen 3. Also das ist im Prinzip wieder das n. Hier oben liegen wieder die n. Und hier oben liegt wieder der eine. Ist auch klar, dass das so weitergeht. Man hat immer das Bild von vorher und kriegt genauso viele, wie das als Seitenlänge hätte. Einmal auf der Seite und einmal oben dazu. Also 2 mal m kommen dazu plus noch einer mehr. Also ist das an plus 2 mal n plus 1. So, da ist es jetzt vielleicht schon nicht mehr ganz so leicht, sich zu überlegen, was kommt da eigentlich raus als explizite Formel. So, hier hat man jetzt Glück, wenn man mal scharf hinsieht, sieht man, hier ist 1, hier ist 2, hier ist 3, hier ist 4. Aha, das sieht doch wohl aus, als wäre das einfach 4 Quadrat. So, das ist anscheinend n Quadrat. So, und das ist jetzt nicht mehr so leicht zu sehen, warum das eigentlich stimmt. Wenn man hier mal genauer hinsieht, sieht man ja, hier steht genau immer eine ungerade Zahl. Wenn man bei 1 anfängt, da ist also genau die Summe der ungeraden Zahlen. Da steht 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 und so weiter ergibt n Quadrat. So, das wäre jetzt eine erste Sache, die man im Prinzip mit Induktion beweisen könnte. Man könnte auch das hier oben mit Induktion beweisen, aber das ist vielleicht ein bisschen öde. Also 1 plus 1 plus 1 plus 1 n mal ergibt n. Da brauchen Sie hoffentlich noch keinen Induktionsbeweis für. Das ist offensichtlich. Aber hier unten, das ist nicht mehr ganz so offensichtlich, warum das stimmt. Ich meine, am Bild sieht man es ganz schön. Ne? Einerseits dieses an, also das Folgenglied von vorher, plus 2 mal das n plus die 1, sieht man gut. Und man sieht auch das n-Quadrat in dem Bild. Aber man sieht vielleicht, man weiß jetzt nicht, warum das auf der arithmetischen Ebene auch so funktioniert, so ohne weiteres. Das wäre dann ein Fall für die Induktion. Bevor wir aber zur Induktion kommen, sollen Sie auch wieder etwas warm und wach werden. Sie dürfen sich jetzt mal überlegen, A, wie sieht hier jeweils das nächste Folgenglied aus für diese zwei mittleren Folgen? Und dann, wie sieht das n-te Folgenglied aus, einerseits rekursiv und andererseits explizit? Okay, der Countdown läuft. Noch 10, 9, 8. Ah, jetzt sind 3. Man muss da einfach in Gleichzeiten schreiben. Ich glaube nicht. Wir sehen das jetzt gleich, ob man es muss oder nicht. Schauen wir mal. Also jetzt muss ich das hier erst wieder auflösen. Most frequent answers. Schauen wir uns die mal an. So, also. 11 wird gerne angegeben für, was ist das? Jetzt kann ich hier gar nicht sehen, welche Lösung das ist. Aufgabe 11, 9. Und die dritte Lösung ist A5 gleich A5 plus 2. Ach so. Ja, okay, da hat das einer nicht ausgerechnet quasi. Wir gucken mal, was die richtigen Lösungen sind. So, also 11 war schon mal super. Wer 11 hat, hat richtig gezählt. Dann die rekursive Möglichkeit wäre an plus 2. War gerade, glaube ich, auch, kann ich ja mal eben rüber switchen. Hier sieht man es ganz gut, da kommen immer so 2 blaue Flecken dazu von einem zum nächsten, wenn man die blau anmalt. Jetzt nächste Frage, explizit 2 mal n minus 1 haben immerhin auch 57%
Richtig, das mit dem minus 1 muss man ein bisschen gucken, dass man das sieht. Woran kann man das am Bild ganz gut sehen? Also hier ist n und hier ist auch n. So, wenn ich so zähle und würde sagen, das ist n plus n, dann hätte ich aber hier den Verbrecher in der Ecke da natürlich doppelt gezählt, also 2 mal n minus 1. So kann man sich das zum Beispiel am Bild überlegen, ja. Schauen wir mal, 1, 3, 5, 7, 9. Ah ja, habe ich immer nur 4 gezeichnet, oder was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee, dann wäre das nächste hier 9. Habe ich nur 1, 2, ach so, da sind 5 gegeben, na. Nö, oder? Oh ja, okay, ja, dann passt's. Ich habe halt hier unten nur 4. Auf meinem Zettel habe ich nur 4 gemalt. Ich habe das 5. nicht hingemalt. Jetzt ist das gerade ein bisschen durcheinander gegangen. Oh, das ist aber dann auch, nächstes ist ja dann nicht A5, nächstes ist ja dann A6. Das ist aber wirklich blöd. Okay, das ist verwirrend, das ist gemein. Dann würde ich sagen, alle haben recht, die 9 oder 11 eingegeben haben. Ah ja, ja, das kommt davon, wenn man da nicht nochmal wen drüber gucken lässt. Okay, aber die mit den 9ern sehen sich jetzt auch als richtig an. Okay, dann gucken wir mal weiter. Vierte Frage ist Folge B. Da ist die richtige Antwort dann unter Umständen, na, nicht 11. Das haben auch 0%. Warum habe ich da 11 eingetragen? Das kann ja eigentlich auch nicht stimmen. Das dürfte ein Abtippfehler sein. So, jetzt kommt es wieder drauf an. Wir machen das mal hier am Bildchen. Mann, das ist Copy und Paste. So, 1, 3, 6, 10, 15. Beziehungsweise, wenn sie tatsächlich das 6. bestimmt haben, 21. Das kann ich noch reparieren, sodass Sie zumindest nachträglich dann das Richtige sehen. So, also ist es entweder 15 oder 21, je nachdem, welches Sie genommen haben. Aber dann sehen wir ja auch schon, das hätte mich auch gewundert, weil die Rekursionsformeln haben relativ viele richtig. An plus, dann kommen n da drauf. Oder n plus 1, ja, haben Sie auch recht. Und nicht an plus n. So, hier ist ja A1 und hier ist A2. So, und wenn wir jetzt überlegen, wie sieht an plus 1 aus, dann ist das ja an und dann plus 2, aber die 2 ist ja schon das n plus 1. So muss da wirklich stehen an plus n plus 1. Es sei denn, ich würde mit dem n bei 0 anfangen zu zählen, dann wird das andere stimmen. Aber Sie haben völlig recht, das ist nicht die richtige Lösung, die ich da eingegeben habe, ist nicht richtig. Heieiei, so, das habe ich jetzt hier aufgeschrieben, dadurch kann ich das dann nachher noch reparieren. Ich schreibe das im Video dann auch wieder drunter, hier falsche Lösung und so, damit das nicht so verwirrt. Ja, das ist auch gefährlich. Also das ist die Sache, wo man sich da leicht vertut, dass man dann mit dem Index falsch zählt und schon wird die ganze Lösung falsch, wenn man dann weiter umformt. Man kann das auch erklären dadurch, dass man sagt, naja, wenn ich n Zahlen habe, dann schreibe ich die zweimal hin. 1, 2, 3, 4, Punkt, 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 bis sagen wir mal zum Beispiel 100. Und jetzt fange ich genau umgekehrt an. 100, 99, 98, Punkt, 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 bis 1. Und jetzt addiere ich die hier mal alle auf. Dann habe ich ja hier 101, hier habe ich 101. Hier habe ich 101 und so weiter und so fort. Ja, jetzt habe ich n mal n plus 1 halbe. Warum ist hier nicht n mal n minus 1 halbe? Mann. So, das kommt aber wieder mit den... Ja. So. N mal n plus 1 halbe hat man dann. Ne? Wenn 100 ihr n ist. Ja, da hat er aber wirklich geschlafen, als er die Übungsbeispiele eingebaut hat. So, also n mal n plus 1 halbe ist das in dem Fall natürlich. Schauen wir nochmal nach. Hier zum Beispiel bei der 3 hätten wir 3 mal 4 halbe. Na, das haut aber nicht hin. Da ist es nämlich doch n mal n minus 1. Ah ja, stimmt, haben Sie recht.
Pfui, so 2 mal 3 ist 6, durch 2 ist 3. Danke sehr. Das kommt, wenn man das nicht ordentlich hier weiterschreibt. Es ist ja gut, dass einem die Leute das reinsagen. Also hier ist der Index 2, hier ist Index 1, da haut es hin. 1 mal 2 halbe ist 1, 2 mal 3 ist 6, halbe ist 3, haut auch hin. Hier ist der Index 3, 3 mal 4 halbe ist 12, halbe 6. So, das sieht ja gut aus, aber jetzt wollen wir uns das mit Induktion ansehen. So, gut, so, das waren die Zahlenfolgen. Schluss, wie sieht überhaupt das Schlussschema der vollständigen Induktion aus? Ich prüfe ja nicht mündlich, aber da wäre eine gute Chance, dass man was falsch sagt. Also bei dem Schlussschema hat man zwei Dinge zu zeigen. Die eine Sache, die man zeigt, ist, dass es einen Anfangswert gibt. Und meistens fängt man halt bei 1 an, wenn man eine Aussage hat, zumindest die für alle natürlichen Zahlen gilt. Man könnte auch bei 0 anfangen, wenn man eine Aussage hat, die für alle natürlichen Zahlen inklusive der 0 gilt. Und man kann auch für ein späteres a anfangen, wenn man eine Aussage hat, die gilt erst ab einem bestimmten n. Also sagen wir mal, die gilt erst ab 6. So Aussagen gibt's. Das Zweite, was man dann zeigt, ist eine Folgerung. Unter der Voraussetzung, dass die Aussage für ein n wahr wäre, das nimmt man mal hypothetisch quasi an, zeigt man, dass sie dann auch für den Nachfolger n plus 1 richtig sein müsste. So, also man zeigt weder, dass sie für an richtig ist, noch zeigt man, dass sie für an plus 1 richtig ist. Man zeigt die Beziehung dazwischen. Also man zeigt wirklich, wenn wir mal voraussetzen, sie ist für an richtig, das nennt man dann auch die Induktionsvoraussetzung. Manche sagen auch Induktionsbedingungen, glaube ich, weiß nicht, da gibt es irgendwie wieder so eine deutsch-österreichische Sprachverschiebung. Und für an plus 1, das muss man dann zeigen. Und das zusammen nennt man den Induktionsschluss. Also man zeigt diesen Schluss von an auf an plus 1, dass der Schluss immer wahr ist, also dass das funktioniert. So, oder auch hier wieder malerisch, das habe ich, glaube ich, letztes Mal hatte ich da schon so einen, der so Dominosteine umkippt. Hier ist das halt auch nochmal, nur nicht so schön, das Bild. Man stellt sich das quasi so vor, früher gab es auf RTL Big Domino Rally, ne? Da haben die so lange Dominoreihen hingebaut. Und was die da sicherstellen mussten, ist, dass er einen Deppen findet, der den ersten Stein umkippt. Und dann mussten sie andere, viel schlimmere Deppen finden, die alle so hinstellen, dass auch wenn der n-te Stein umfällt, immer sichergestellt ist, dass der n plus erste Stein dann auch umfällt. Und dann hat das mit der Big Domino Rallye funktioniert. Also dann sind sozusagen alle umgekippt. So, und dass das Induktionsprinzip funktioniert, das steht im Prinzip in dem Peano-Axiom 5. Weil die Mengen, die Teilmengen der natürlichen Zahlen, die man da betrachtet, ist sozusagen immer die, dass man sagt, also das ist die Menge, für die die Aussage richtig ist. So, jetzt, man zeigt dann zu dieser Menge, wo die Aussage richtig ist, gehört auf jeden Fall mal die 1. Also in unserem Beispiel, zum Beispiel bei dem n mal n plus 1, habe ich ausgerechnet, 1 mal 2 ist 2, durch 2 ist 1. Das heißt, für die Zahl 1 ist schon mal die Aussage richtig, dass in dieser Folge da eigentlich n mal n plus 1 halbe steht. Die gehört zu der Menge. Und jetzt zeigt man, wenn ich irgendein beliebiges n hätte und wüsste, das würde dazugehören, dann würde automatisch auch der Nachfolger dazugehören. Also wenn die Aussage mit diesem n mal n plus 1 für irgendein n richtig wäre, dann wäre es automatisch auch für n plus 1. Und dann sage ich, okay, dann gehe ich aber mal davon aus, dass es für alle n gilt. Und das ist auch irgendwie logisch, wie das funktioniert. Jetzt hier mal an diesem komischen Dach da über dem n-Element n nicht stören. Da steht oben, Induktionsanfang ist a1. Und jetzt kommt der wahre Induktionsschritt. Ich weiß, wenn das für irgendein n gilt, dann gilt das auch für n plus 1. Dass da so ein Dach und n-Element n davor steht, da steht sozusagen, für jedes beliebige n gilt. Wenn es für n richtig ist, ist es auch für n plus 1 richtig. Also das da vorne ist eigentlich ein Allquantor, aber der kommt noch ein bisschen später. Und außerdem malen Sie den normalerweise andersrum und mit so einem Strich dazwischen. Da gibt es halt zwei verschiedene Konventionen.
So, jetzt ist also A1 richtig, dann weiß ich, A2 ist richtig aufgrund dieses Induktionsschrittes oder Induktionsschlusses, den ich bewiesen habe. Jetzt weiß ich, A2 ist richtig und weil A2 richtig ist, weiß ich dann, dass A3 richtig ist. Und weil A3 richtig ist und so weiter und so weiter, geht das immer weiter bis zu jedem beliebigen N. Da ist noch so ein bisschen so eine kleine, wenn Sie jetzt Philosoph sind, könnten Sie sagen, da ist noch eine gewisse Lücke, weil das gilt dann bis zu einem beliebigen N, gilt das dann wirklich auch für unendlich? Da kann man sich drüber streiten. Also da gab es auch so Streitereien, das machen Sie dann vielleicht mal in Philosophie der Mathematik, wenn Sie das belegen. Aber für uns funktioniert das Beweisprinzip, hat sich bewährt, ist viabel, wie die Psychologen sagen. So, die Rechtfertigung steht genau in P5, das habe ich gerade schon gesagt. Die Menge, die man da betrachtet, ist einfach die Menge, für die die Aussagen richtig ist. Und dann steht im 5. Peano-Axiom, wenn 1 dazugehört und mit einer Zahl ihr Nachfolger, dann ist das immer schon die ganzen natürlichen Zahlen. So, jetzt hier A1 plus 2 plus n ist gleich n mal n plus 1. Da hätte ich ja nur auf meine eigenen Folien gucken müssen. Also Induktionsanfang, ich schreibe den immer so hin. Links oder linke Seite, Doppelpunkt, ja, linke Seite 1 plus Punkt, Punkt, Punkt plus n. Wenn man nur die 1 hat, steht da auch nur die 1. Ne, da steht auch nicht 1 plus 1. Einige Leute denken, denn sie müssen hinten bei dieser Pünktchenschreibweise in das n einsetzen und dann steht da 1 plus 1. Nee, die Pünktchen sind schon so gemeint, dass da steht 1 plus. Und falls n 2 ist, schreibt man noch eine 2 hin, aber weil es nur ein 1 ist, steht da auch wirklich nur die 1. So, also links steht nur die 1, rechts setze ich für n 1 rein, kommt es auch hin. Und dann kann man da noch so ein Häkchen dahinter machen oder so und sagt, dass man sich freut. So, gut. Induktionsschluss. Also wir müssen zeigen, dass wenn die Aussage für ein beliebiges n richtig wäre, sie dann automatisch auch für seinen oder ihren Nachfolger richtig ist. Sei also für ein beliebiges festes n die Aussage richtig. Das nennt man jetzt die Induktionsvoraussetzung. Also wir nehmen mal an, es wäre so. Das nenne ich die Induktionsvoraussetzung oder Induktionsbedingung. Je nachdem, wenn Sie lieber Bedingung sagen, sagen Sie Bedingung. Zu zeigen ist nun so. Da muss man auch manchmal ein bisschen aufpassen. Ich muss jetzt überall, wo oben n stand, n plus 1 einsetzen. Da kann auch mal was schief gehen, dass man da was falsch einsetzt. Da ich die Folien vor 10 Jahren gemacht habe, wo ich noch viel konzentrierter war, ist da aber alles richtig. Also 1 plus 2 plus Punkt, Punkt, Punkt plus n plus 1 ist gleich n plus 1 mal n plus 2 halbe. Jetzt bin ich der Meinung, dass man aus logischen Gründen normalerweise nicht mit dieser ganzen Gleichung weiterrechnen sollte. Warum? Das ist ja das, was man zeigen soll. Und jetzt ist ein Problem, wenn man jetzt damit so Umformungen zum Beispiel macht, dann ist man eigentlich logisch in der falschen Richtung. Ich muss ja von was ausgehen, wo ich sage, da nehme ich mal an, das ist jetzt wahr und dann folge ich so lange, bis ich das haben will, worauf ich schließe. Das ist ja die Reihenfolge, die ich da haben will. Ich muss von was ausgehen, wo ich entweder schon weiß, dass es wahr oder wo ich wie hier hypothetisch das unterstelle. Bei dem hier weiß ich aber gar nicht, ob das wahr ist. Und da kann man dann alles Mögliche mitmachen. Deswegen gibt es meiner Meinung nach bei Induktionsschlüssen 2 Dinge, die man machen kann. Also man kann entweder sagen, man fängt mit der linken Seite von der Induktionsbehauptung an, also nur dieses 1 plus 2 Punkt, Punkt, Punkt plus n plus 1 und rechnet jetzt so lange rum, bis irgendwann mal die rechte Seite rauskommt. Und bei diesem ganzen Rumrechnen darf man natürlich nur erlaubte Operationen verwenden. Und insbesondere, was man da auf jeden Fall irgendwann mal verwenden muss, sonst ist mit ziemlicher Sicherheit was schiefgegangen, die Gleichung von oben. Also ich forme jetzt, die Sache ist eigentlich immer, ich forme die linke Seite so lange um, bis ich sehe, wie ich da die linke Seite von der oberen Gleichung einsetzen kann. Und dann ersetze ich das durch die rechte Seite von der oberen Seite und hoffe dann, dass ich noch durch weitere Umformung dann irgendwann bei der rechten Seite der zweiten Gleichung auskomme. Das ist so die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ich beginne mit der ganzen Induktionsbehauptung und rechne mit der herum, also mache immer irgendwie so erlaubte Gleichungsumformung, bis ich dann irgendwann
bei dieser Gesamtgleichung hingekommen bin. Ich zeige jetzt auch, glaube ich, mal immer beides, damit man mal beides gesehen hat. Das andere ist halt ein bisschen gefährlicher. Ist nicht gefährlich, wenn man sich immer überlegt, dass alle Umformungen, die man macht, in beide Richtungen funktionieren. Aber sobald man da irgendwas hat, was nur in die eine Richtung funktioniert, kommt man dann logisch in Schwierigkeiten rein. So, also hier ist das mal gemacht. Hier ist der Style links anfangen und rechts aufhören. Ich will das jetzt gar nicht politisch werten. Ja, also der ist jetzt hier gemacht. 1 plus 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 n plus 1. So, das ist jetzt das Nächste. Man muss natürlich bei dieser Pünktchenschreibweise muss man so ein bisschen wissen, wie das zu lesen ist. Ich muss wissen, wenn ich da sowas schreibe, 1 plus Punkt, Punkt, Punkt plus n plus 1, dass dann eigentlich gemeint ist 1 plus Punkt, 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 Punkt. Dann kommt irgendwann n und dann kommt n plus 1. Das sind ja die ersten n plus 1 Zahlen. Deswegen, weil das nicht so ganz eindeutig ist, gibt es ja auch noch diese Schreibweise mit dem Summenzeichen. Die habe ich jetzt halt erstmal rausgelassen, die können wir aber gleich auch mal machen. Da ist das vielleicht weniger uneindeutig. Gut, also da steht eigentlich 1 plus plus n plus n plus 1. Das ist ja schon mal sehr erfreulich, weil von dem vorderen Teil 1 plus Punkt, Punkt, Punkt plus n darf ich ja jetzt voraussetzen mal, dass das n mal n plus 1 halbe ist. Das setze ich ein. Das ist hier gemacht. Und um es dem Tutor oder wer auch immer, der das in Siegen sind immer die Aufgaben korrigiert worden von Leuten, schreibt man dann noch so IV da unten drunter oder IB, wenn Sie Induktionsbedingungen meinen, damit man sieht, also hier habe ich die Induktionsvoraussetzung benutzt. So, der Rest ist Bruchrechnung, ne? Also auf den Hauptnenner bringen, also mit zweimal. Der Rest ist Bruchrechnung. Das habe ich letztes Mal schon genervt. Man sieht das im Video natürlich nachher nicht mehr, wenn ich irgendwas an der Tafel zeige. Ich sollte das immer mit dem Mauszeiger zeigen. Ich meine auch. Oh, also hier haben wir die Induktionsvoraussetzung eingesetzt. Und das hier ist Bruchrechnung mit dem auf den Hauptnenner gebracht. So, und jetzt muss man hier noch ein bisschen umformen. Hier steht n mal n plus 1 plus 2 mal n plus 1. Da gibt es aber ein Distributivgesetz, das einem sagt, dass das n plus 1 mal n plus 2 ist. So, das muss man halt auch noch sehen. Viele Induktionsbeweise scheitern einfach daran, dass die Leute nicht so fit in der elementaren Algebra sind und dann irgendwie nicht sehen, wenn das Ergebnis schon dasteht und sie anspringt. Dagegen kann man aber relativ wenig machen, außer nochmal Termumformungen üben. Ja, jetzt können wir vielleicht von Hand mal das so machen, dass ich das mal mit dieser Summenschreibweise aufschreibe und dass ich mal die andere Variante mache, wo ich von einer Seite auf die andere Seite umforme, damit man das auch nochmal hat. So, gut. Also jetzt, ich schreibe mal wieder auf hier die eigentliche Dings, schreibe ich jetzt mal so. N gleich 1 bis k gleich 1 bis n. So, was hatte ich da links stehen? Einfach nur die Summe über die ersten Zahlen, also ein k. So, das hier ist quasi zu lesen als, da setze ich jetzt nacheinander 1, 2, 3, 4 bis n ein. Und dieses Zeichen hier steht für Summe. So, also steht da 1 plus 2 plus Punkt, 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 Punkt plus irgendwann das n eingesetzt. So, es gibt das auch noch so. Ja, und wenn ich hier jetzt einfach ein K reinschreibe, dann ist das 1 mal 2 mal Punkt, Punkt, Punkt mal N, beziehungsweise das kennen Sie auch unter dem Namen N-Fakultät. Und das hier nennt man das Produktsymbol. Das ist natürlich ein bisschen langweilig, wenn man da K schreibt. Aber da muss ja nicht unbedingt K stehen, da könnte auch irgendwas anderes stehen. Zum Beispiel die Summe der ersten n Quadratzahlen, die würde ich ja dann so schreiben, k gleich 1 bis n, k Quadrat. Und das wäre dann eben 1 plus 2 Quadrat plus 3 Quadrat plus Punkt, Punkt, Punkt plus n Quadrat. So, und hier könnte jetzt eben alles Mögliche stehen. Immer wenn ich einen Ausdruck habe, der so von 1 bis n als so eine Summe da steht. Und hier unten könnte das für beliebige Produkte sein. So, das war nur mal, damit man mal die andere Schreibweise gesehen hat. Ob die jetzt einfacher ist als die Pünktchenschreibweise oder nicht, spart halt ein bisschen Platz. Mathematiker sind immer so ein bisschen geizig. Also schreiben wir es hier mal nochmal so hin.
jetzt den Induktionsanfang mache ich nicht neu, ich bin jetzt nur beim Induktionsschluss. Also schreibe ich nochmal diese Induktionsvoraussetzung hin. Das ist k gleich 1 bis n über k sollte als Summe ergeben n mal n plus 1 halbe. Und jetzt ist zu zeigen, dann, wenn das hier mal potenziell als wahr angenommen wird, dass ich dann von k gleich 1 bis n plus 1 k, dass ich da dann auf n plus 1 mal n plus 1 plus 1, also n plus 2 halbe kommen muss. Und jetzt will ich das so machen, dass ich hiermit anfange und immer umforme. Ja. Also machen wir mal so, k gleich 1 bis n, k gleich n mal n plus 1 halbe. Und jetzt machen wir das so, wie in der Schule gelernt, plus n plus 1 auf beiden Seiten. So, also dann bleibt hier stehen, k gleich 1 bis n, k ist gleich n mal n plus 1 halbe plus n plus 1. So, und jetzt ist hier wieder, jetzt geht's los. Und hier steht aber auch plus n plus 1. So, jetzt überlegt man sich, aha, hier geht's von k gleich 1 bis n k. Das heißt, ich kann hier einfach bis zum Index n plus 1 gehen, dann ist das n plus 1 da auch noch mit abgedeckt. Weil dann wird hier ja stehen von 1 bis n plus 1. Hierhinter steht ja einfach nur nochmal das n plus 1 dahinter. Also das hier kann ich schreiben als k gleich 1 bis n plus 1 k. So, und hier ist wieder der Spaß, dass ich schreibe n mal n plus 1 halbe plus 2 mal n plus 1. So, und da sage ich jetzt wieder, aha, das ist ja eh dasselbe wie n plus 2 mal n plus 1 halbe. Ich finde ja, dass diese Schreibweise mit dem Summenzeichen jetzt nicht zwingend Vorteile für das Verständnis bringt. Das sieht jetzt immer so ein bisschen aus wie ein Trick, wenn ich das da in die Summe reinziehe. Da finde ich, da sehe ich das eigentlich mit der Pünktchenschreibweise etwas besser. Ich schreibe mal hier daneben das nochmal in der Pünktchenschreibweise. Da würde ja hier links einfach stehen bei der Induktionsvoraussetzung 1 plus 2 plus Punkt, Punkt, Punkt plus n ist gleich n mal n plus 1 halbe. Und jetzt auch hier wieder, ne, plus n plus 1 auf beiden Seiten. Und dann sieht man es hier links doch ganz gut, ne? Da steht dann 1 plus 2 plus Punkt, Punkt, Punkt plus n plus 1. Da sehe ich sofort, dass das das ist, was ich für die Induktionsbehauptung brauche. Und hier hinten wird jetzt wieder der Kladderadatsch von hier vorne stehen. Das brauche ich vielleicht nicht nochmal extra dazu schreiben. So, also das wäre die Variante, wo ich sage, ich beginne mit der Induktionsvoraussetzung und mache lauter so Umformungsschritte und habe dann irgendwann das stehen, was ich eigentlich zeigen soll. So. Manchmal ist halt das eine leichter, manchmal das andere. Jetzt muss ich aber gleich nochmal wegkriegen, dass der mir immer anzeigt, was ich auf der Tastatur drücke. Das ist ja super nervig. So, gut. Machen wir noch ein anderes Beispiel. Bernoullische Ungleichung, das habe ich vor allem deswegen ausgesucht, weil, weiß ich gar nicht mehr. Ach so, weil es eine Ungleichung ist. Damit man auch mal eine Ungleichung gesehen hat und nicht nur Gleichung. Weil bei Ungleichungen kann man ja dann immer noch ein bisschen mehr tricksen bei den Umformungen. Die ist irgendwie in der Analysis zum Beispiel relativ wichtig für unter anderem für Grenzwertbeweis der geometrischen Folge für q kleiner als 1 kann man die benutzen. Zeige ich jetzt nicht, das muss die Frau Kaltenbacher oder wer auch immer das aktuell ist machen. So, schauen wir uns das mal an. Warum ist das überhaupt interessant? Naja, da vorne 1 plus x hoch n ist ein ziemlich langer Term, wenn das n groß ist. Also wenn da jetzt n 12 oder so steht,
Da haben sie da 12 Klammern, die auszumultiplizieren sind und ziemlich viele Xe. Und dann ist irgendwie so eine Abschätzung manchmal ganz hilfreich, wo man einfach nur so einen einzelnen Term hat. Dafür ist das ganz gut. Also schauen wir an, n gleich 1. Da habe ich das jetzt nicht so schön mit linke Seite, rechte Seite gemacht. Aber im Prinzip sieht man es, 1 plus 1 hoch 1 ist gleich 2. Also jetzt müsste man eigentlich das dynamisch sehen. Ich würde erst die linke Seite ausrechnen, dann rechne ich die rechte Seite aus und dann schreibe ich dazwischen größer gleich ist okay. Nur weil offensichtlich ist 2 größer gleich 2. 2 ist gleich 2. Aber das stört ja nicht. Kein Problem. Solange ich nicht sage, 2 ist kleiner als 2, habe ich da keine Probleme. Jetzt kommt der Schritt von n auf n plus 1. Das ist da auch so etwas verkürzt hingeschrieben. Hier ist auch wieder meine Methode, dass ich bei der linken Seite anfange. Ich habe halt die Induktionsbehauptung nicht nochmal dazu geschrieben, weil im Grunde genommen steht die Induktionsbehauptung ja eh ganz oben. Also ich setze mal wieder testweise voraus, dass die Aussage für n richtig wäre. Also 1 plus x hoch n ist größer gleich 1 plus n mal x. Jetzt fange ich links an bei dem, was ich eigentlich zeigen will. Eigentlich zeigen will ich 1 plus x hoch n plus 1 ist größer gleich das, was ganz unten steht. Also was ich eigentlich zeigen will, ist, dass das hier größer gleich dem hier unten ist. So, jetzt forme ich das erstmal um. Eine Gleichung, 1 plus x hoch n mal 1 plus x, ist auch klar, warum ich das so umforme. Ich will ja wieder sehen, die linke Seite von der Induktionsbehauptung und will die dann einsetzen. So, und das mache ich im nächsten Schritt, habe ich auch wieder brav IV reingeschrieben, größer gleich, in Klammern 1 plus n mal x mal 1 plus x. So, und jetzt ist das wieder, ist eigentlich wieder, kann man wenig dazu sagen, was da jetzt irgendwie zu beachten ist. Warum ist da das größer minus 1 wichtig? Naja, weil sich da sonst das Dings umdrehen könnte, wenn man da irgendwas multipliziert und so. Deswegen ist das wichtig, dass man da x größer minus 1 setzt. Jetzt habe ich das erstmal ausmultipliziert und ich wusste ja schon, dass ich hier unten ankommen will. Das ist gar nicht so leicht, das zu steuern, wenn man auf der falschen Seite steht. Ich will ja das hier haben und jetzt gucke ich mal, kriege ich das hier vielleicht hin? Wieso gilt das? Das ist jetzt hier so ein bisschen wenig erklärt. 1 plus n mal x plus x ist dasselbe wie 1 plus n plus 1 mal x. Das ist sozusagen der vordere Term. Das hier wäre exakt gleich. Jetzt steht hier hinter noch plus n mal x Quadrat. So, jetzt müssen wir mal gucken, was da passieren kann. X ist eine reelle Zahl. Das Quadrat einer reellen Zahl ist immer positiv. N ist eine natürliche Zahl. Die ist auch immer positiv. Das Produkt von zwei positiven Zahlen ist auch immer positiv. Also ist das 1 plus n plus 1 mal x plus irgendeine positive Zahl. Das ist also sicher größer als das, was hier unten steht. So ist da überlegt. Also das ist wichtig, dass ich mir diesen Term hier hinten angucke und da sage, der wird jetzt nicht negativ. Wenn der negativ würde, dann wird die Umformung hier nicht mehr hinhauen. So, auch da habe ich das, glaube ich, vorbereitet, dass man das auch mal in der anderen Variante schreibt. Recht. Das ist doch jetzt mal sehr gut. Radiere ich das jetzt alles aus? Nein, ich fange eine neue Seite an. Das so viel Zeit muss sein. So, eins. Ja, ich habe mich auch schon die ganze Zeit gewundert. Wir haben die eine Bedingung nämlich gar nicht benutzt. Und dann kann der Beweis eigentlich nicht richtig werden. Eine Voraussetzung war ja für x größer minus 1. Und das haben wir noch nirgendwo im Beweis benutzt gehabt. Und dann kann man eigentlich sicher davon ausgehen, dass irgendwas nicht passt. So, jetzt sagen Sie, ich kaufe hier ein mal 1 plus x. Ja, ja, das können wir machen. Das können wir ohne Probleme machen. Und dann sind wir einfach wieder in dem Beweis vom vorhin. Jo. Jetzt brauche ich eigentlich kaum weiterschreiben, weil jetzt läuft der Beweis genauso, wie er auf den Folien steht, nur mit etwas anderer Hinschreiben. Ne? Jetzt steht hier wieder 1 plus x hoch n plus 1, bin ich schon fertig. Und hier steht größer gleich 1 plus
x plus n mal x mal 1, also n mal x plus n mal x mal x plus n mal x Quadrat. So, und jetzt kann ich hier wieder sagen, Ette hier ist auf jeden Fall größer gleich 0. Also steht da insgesamt etwas, was immer noch größer gleich 1 plus x plus n mal x ist. Und das ist aber dasselbe wie 1 plus n plus 1 mal x. Und damit freue ich mich. Tja, habe ich am Anfang falsch gekauft. So. Ja, mal sehen, wie das im Video dann aussieht. Nein, also ich schneide das Verwirrende raus, lasse aber im Video drin, dass ich mich vertan habe. So, gut. Bernoullische Ungleichung. Ja, das ist jetzt super, weil da kriege ich mal kurze Zeit zum Durchschnaufen und Sie können ein bisschen spielen. Die Informatiker kennen das wahrscheinlich eh. Ne? Also Türme von Hanoi. Wie viele Züge braucht man, um... hier beschleunigen wir jetzt etwas und ich lasse das mit dem WU-Clap weg. Kann man an verschiedenen Stellen ein bisschen die Aufgabe, also ich habe auf jeden Fall diese drei Stäbe, auf dem einen Stab meinetwegen links liegen so und so viele Platten, in dem Fall jetzt drei, die sind der Größe nach geordnet und es darf nie eine größere über einer kleineren landen und jetzt soll ich die rüber transportieren. Manchmal heißt die Aufgabe auf den rechten Stab, manchmal heißt die Aufgabe auf einen anderen Stab. Im Grunde ist das aber dasselbe Problem, weil wenn man anders anfängt beim Legen, dann ist es letzten Endes egal, ob man auf dem mittleren oder auf dem rechten Stab das liegt. Hier steht sie jetzt in der Formulierung mit dem rechten Stab. So. Leicht ist das Problem offensichtlich für eine Scheibe. Da braucht man nicht genau einen Zug. So, und bei zwei Scheiben muss man dann schon ein bisschen überlegen. Wenn wir jetzt sagen, der soll auf die rechte Scheibe, werde ich wohl die oberste Scheibe hernehmen. Ja. So, also jetzt hier. das war aber nicht die Idee. Moment, ich muss, glaube ich, hier nochmal. Das hätte ich mal vorher ausprobieren sollen. Jetzt steht mir meine eigene Technik im Weg. Ich will dieses Pointer-Dings aushaben. Wo ist es? Ah, so, das sieht schon besser aus. So, also bei zwei Scheiben ist das ja relativ Banane. Ne? Ich nehme die Scheibe hier, lege die hier hin, nehme die Scheibe hier, lege die hier hin, nehme die Scheibe hier, lege die hier hin. Habe also drei Züge gebraucht und das ist auch die Mindestzahl an Zügen, die man haben kann. So. Wenn ich das jetzt mit dreien mache, wichtig ist, dass man sich jetzt quasi überlegt, dass man das, was man vorhin gemacht hat, im Grunde genommen wiederholt, dann kommt man da drauf, was die Gesamtzahl der Züge ergibt. Also ich mache das wieder, ich stapel sozusagen erstmal die 2 um ordentlich und dann mache ich dasselbe nochmal. Also jetzt ist es wahrscheinlich wieder so, dass wenn ich es herzeige, ich es genau auf die falsche lege. Ich glaube, ich muss es so machen, genau, mit dem hier anfangen. So, also ich lege den hier schon mal ab und dann lege ich den da ab und dann, jetzt habe ich es genau falsch rum gemacht, jetzt werde ich auf dem mittleren landen, das wird mir aber dieses Gerät verzeihen. So, jetzt habe ich genau falsch rum angefangen, aber das System ist korrekt. Also sehen Sie, der ist gnädig, der sagt auch dann perfekt. Das System ist quasi, ich mache das, was ich vorhin schon mal gemacht habe, dann lege ich die größte Scheibe um und dann mache ich das nochmal. Und wenn man das weiß, dann hat man auch, was die Anzahl der Züge ist. Die Rekursion ist nicht, ich brauche für die n plus erste Scheibe genauso viele Züge, wie ich bei der vorherigen gebraucht habe, plus einen Zug, um die zusätzliche Scheibe zu legen, plus dann nochmal genau dieselben Züge, die ich bei dem Zug vorher gebraucht habe. Also zweimal an plus 1 ist die Anzahl der Züge, die man braucht, rekursiv. So. Ach so, Steuerung 3, ja. Ja, machen wir heute nicht. Hier ist das auch noch mein Bildchen.
für eine Scheibe, da habe ich es übrigens auch falsch gemacht, für eine Scheibe ist klar, die legt man einfach um. Bei zwei Scheiben macht man nochmal dasselbe. Man legt die Scheibe um, dann legt man die andere Scheibe und dann macht man nochmal wieder dasselbe, wie man beim ersten Mal gemacht hat. Dann ist man fertig. Bei drei Scheiben sieht man das auch. Ich mache dasselbe, was ich bei zwei Scheiben gemacht habe, sortiere die also schon mal richtig um. Dann lege ich die blaue Scheibe um und dann mache ich nochmal wieder dasselbe, was ich gemacht habe, als ich die zwei Scheiben umgelegt habe. Also habe ich immer zweimal die Anzahl, die ich vorher hatte, plus eins. So, die Frage ist, was dann die explizite Formel ist. Und da ist meine Behauptung, die ist 2 hoch n minus 1. Das sieht man jetzt nicht direkt, aber man kann es zumindest mal verifizieren. Also 2 hoch 1 minus 1 ist offensichtlich 1, weil 2 hoch 1 ist 1, 1 minus 1 ist 1. Das haut schon mal hin, eine Scheibe, ein Zug. 2 Scheiben, 2 hoch 2 ist 4, 4 minus 1 ist 3, 2 Scheiben, 3 Züge. 2 hoch 3 ist 8 minus 1 ist 7, haut auch hin, weil das erste Bild ist ja die Anfangsstellung. Ne? So, gut, das sieht schon mal gut aus. Jetzt wollen wir das noch mit Induktion beweisen. So, das war eigentlich gedacht, damit Sie mal einen Induktionsbeweis sehen, wo man auch ein bisschen zusätzlich argumentieren muss. Bildlich, also hier H neu. So, also jetzt erstmal A von 1. Ja. Da ist jetzt quasi linke Seite. Seite ist so, das ist ein Zug. Und rechte Seite ist ein bisschen Quatsch, das ist ja keine Gleichung. Rechte Seite ist 2 hoch 1 minus 1 ist gleich 1. Also auch ein Zug. Freuen wir uns. So, jetzt Schritt von an sei mal wahr. Und wir wollen zeigen, dass an plus 1 gilt. Also, das würde dann heißen, falls 2 hoch n minus 1 Züge für n Scheiben, dann 2 hoch n plus 1 minus 1 Züge für n plus 1 Scheiben. So, gut, Beweis. Durch umblättern. So, also das so jetzt, das kann man natürlich ein bisschen schlecht zeichnen, aber das mal so. Oh, so ein bisschen länger. Sagen wir mal n plus 1 Scheiben und hier lägen n Scheiben. Also hier oben, da wissen wir gar nicht, wie viele das sein mal n. Und hier ist die untere Scheibe. So, jetzt behaupte ich, ich komme zu diesem Bild. Ja, hier n Scheiben und hier 1 Scheibe. Ja. Dafür brauche ich laut Induktionsvoraussetzung 2 hoch n minus 1 Züge. Das ist die Induktionsvoraussetzung. N minus 1 auf einen anderen Stab legen, braucht man 2 hoch n minus 1 Züge. So, jetzt behaupte ich, dass ich dann zu diesem Bild komme. In Einzügen. Ich zum Beispiel, indem ich das ganze Ding umdrehe, aber das gilt natürlich nicht. Also, aber Einzug, das ist klar, ne? Da brauche ich jetzt keinen Beweis für. Ich lege die Scheibe halt hier wieder rüber. Außerdem stand das ja im Induktionsanfang, dass das so funktioniert. Den könnte ich auch noch benutzen. So, und jetzt geht es wieder weiter. Jetzt will ich natürlich letzten Endes auf dieses Bild hier kommen. So, Sie stellen sich vor, die werden hier immer etwas breiter, dass dann hier am Ende die n plus 1 Scheiben liegen.
Da ganz recht. Und da sage ich jetzt wieder, ja, laut Induktionsvoraussetzung brauche ich dafür 2 hoch n minus 1 Züge. Weil das ist ja wieder das Problem, dass ich n Scheiben rüberschieben muss auf einen von den anderen. Und dafür habe ich laut Induktionsvoraussetzung 2 hoch n minus 1 Züge gebraucht. So, jetzt wird Summe gebildet. 2 hoch n minus 1 plus 1 plus 2 hoch n minus 1 ist gleich 2 mal 2 hoch n minus 1 plus 1 minus 1 ist gleich 2 hoch n plus 1 minus 1. Grabstein. So. Sowas. Also 2 hoch n minus 1 plus 1 plus 2 hoch n minus 1 ist gleich 2 mal 2 hoch n minus 1 plus 1 minus 1. Minus 1 plus 1 ist 0, minus 1 ist minus 1. 2 mal 2 hoch n ist 2 hoch n plus 1. Oh, ne? Ja. Das ist ja, hoch n heißt ja, wie oft da mal genommen worden ist. So. Okay, das wäre jetzt mal der Hanoi-Beweis gewesen. Grundsätzliche Beweismöglichkeiten bei Gleichungen und Ungleichungen, das habe ich schon gesagt, mit der linken Seite von a n plus 1 losrechnen unter Benutzung der Induktionsvoraussetzung, solange Umformung, dass die rechte Seite von a n plus 1 herauskommt. So, die zweite Möglichkeit, die Gesamtaussage für a n durch zulässige Umformung, so lange Umformung, bis die Gesamtaussage für a n plus 1 herauskommt. So, und da steht jetzt auch, was nicht sinnvoll ist, die Gesamtaussage von a n plus 1 so lange umformen, bis die Aussage a n herauskommt. So, wichtig, Induktionsbeweise sind für fast jede Aussage über natürliche Zahlen möglich, aber nicht immer nötig. Also es gibt auch Aussagen, die man über alle natürlichen Zahlen treffen kann, für die man keinen Induktionsbeweis braucht. Zum Beispiel, wenn eine Zahl durch 4 teilbar ist, dann ist sie auch durch 2 teilbar. Das kann man ganz gut ohne Induktion beweisen. Da schreibt man einfach hin, aha, eine Zahl ist durch 4 teilbar. Das heißt, die kann ich schreiben als 4 mal n. 4 kann ich schreiben als 2 mal 2 mal n. Also steht da etwas, was die Form 2 mal irgendwas hat und das ist immer durch 2 teilbar. Fertig. Jetzt könnte ich trotzdem auch einen Induktionsbeweis machen. Ich könnte quasi mit 4 anfangen. Und dann könnte ich einen Schluss von n auf n plus 1 machen. Gehen würde das, aber es wäre nicht unbedingt nötig. Induktionsbeweis ohne Benutzung der Induktionsvoraussetzung, das kann vorkommen. Das ist dann ein Indiz dafür, dass man den Induktionsbeweis nicht unbedingt gebraucht hätte. Oder, das wäre ja nicht so schlimm, oder dass der Induktionsbeweis halt einfach falsch ist. Das wäre jetzt nicht so günstig. Und man kann auch Aussagen beweisen, die erst ab einem bestimmten n gelten. Dann hat man einen verschobenen Induktionsanfang. Da ist auch ein Beispiel auf dem Übungszettel dabei. Behauptung. 24 teilt den Ausdruck 5 hoch 2n minus 1. So, Teilbarkeit haben wir ja noch nicht so viel gehabt. Ich schreibe das mal ein bisschen um. Also ich kann die Behauptung auch so schreiben. 5, 2 hoch n minus 1 lässt sich immer schreiben als 24 mal k mit irgendeinem k-Element n 0, müsste ich eigentlich streng genommen sogar sagen. Weil ja auch 0 durch 24 teilbar wäre. So, jetzt wieder Induktionsanfang. A von 1 ist 5 hoch 2 minus 1 ist gleich 24, ist gleich 24 mal 1. Freue ich mich. So, jetzt Induktionsschluss. Da müssen wir erstmal gucken, was ist zu zeigen, dass 5 hoch 2, und jetzt aufpassen, n plus 1, ja, das ist in Klammern, eigentlich steht hier 2 hoch n plus 2 also, minus 1 ist gleich 24, und jetzt schreibe ich mal irgendein l.
Weil das muss nicht unbedingt K plus 1 sein. Die Behauptung ist ja nur, dass das dann auch durch 24 teilbar ist. Also ich kann das als irgendwas schreiben, 24 mal irgendwas anderes. Deswegen schreibe ich hier jetzt nicht K plus 1. Das ist nicht die Behauptung. Es ist nicht die Behauptung, dass das immer genau das nächste K ist. Das wäre zu streng. So ist das nicht. So, jetzt mache ich wieder die von links. Mir ist eigentlich immer am liebsten linke Seite anfangen und so lange rechnen, bis ich hier bei 24 mal L auskomme. Das ist meine Lieblingsvariante, da fühle ich mich zu Hause. So, jetzt wäre das ja ganz gut, wenn ich das überschüssige Ding hier wegkriege. Ne? Also schreibe ich das mal als 5 hoch 2 mal 5 hoch n minus 1. Hoch 2n. Schmiert da rum, der Junge. So. Ja. Jetzt bitte nicht hier irgendwas einsetzen. Ne? Da, ne? Aus der Summe, ne? Da muss man aufpassen. Schön wäre, wenn da stehen würde, 5 hoch 2 mal der Rest in Klammern. Tut's aber nicht. Also da ist jetzt doch noch ein bisschen was zu tun. Ich schreibe das erstmal mal so rum hin. 5 hoch 2 n mal... Ja, wie kriegen wir das jetzt hin? Ja, da hilft die alte Nulladdition, würde ich meinen. So steht das da im Moment noch. Jetzt schreibe ich das mal etwas anders. Ich schreibe da 5 hoch n mal 24 plus 1 minus 1. Ja. Was könnte ich jetzt damit machen? So, also steht hier doch wohl 24 mal 5 hoch 2 hoch n plus 5 mal 2 hoch n minus 1. Ist in Ordnung, ne? So ein bisschen rumdistributiert da. Ja, da würde ich doch mal sagen, Ditte hier ist 24 mal irgendwas und das hier ist das hintere, das kann ich auch ersetzen, also steht hier 24 mal 5 hoch 2n plus, und jetzt nehme ich die Induktionsvoraussetzung, 24 mal k das habe ich jetzt hier benutzt, 24 mal plus das kann ich ja wohl wieder schreiben als 24 mal 5 hoch 2 hoch n plus 24. Das hier nenne ich L. So. Schaut gut aus. Jetzt habe ich wieder was der Form 24 mal irgendwas ist. Also bin ich fertig. Dann machen wir mal weiter. Ja, Folgerungen aus dem Induktionsprinzip. Ganz wichtige Folgerung, das Wohlordnungsprinzip. Klingt banal, braucht man aber öfter mal. Jede nichtleere Menge natürlicher Zahlen enthält ein kleinstes Element. Ist eigentlich auch, also kommt einem irgendwie vernünftig vor. Ne? Die leere Menge enthält gar kein Element, da ist wenig dran zu drehen. Aber wenn ich irgendwie mehrere Elemente aus der Menge der natürlichen Zahlen habe, da gibt es ja immer ein kleinstes Element. Also kann man sich jetzt nicht vorstellen, warum das nicht so sein sollte. Beweisen kann man das wieder mit vollständiger Induktion. Aber den habe ich auch total gut aufgeschrieben, den stelle ich einfach als aufgeschriebenen Beweis dazu, weil das ist mir jetzt zu lästig, das auch noch zu beweisen. Kann man aber auch per vollständige Induktion beweisen. Und das braucht man dann öfter mal als indirektes Beweisprinzip. Man sagt dann auch der unendliche Abstieg. Angenommen, es gibt eine Lösung, dann findet man immer eine kleinere Lösung. Sowas kann man machen. Also man sagt, man weiß eigentlich, eine Aufgabe ist gar nicht lösbar. Jetzt tut man mal so, als wäre sie lösbar und zeigt, naja, wenn das x eine Lösung wäre, dann könnte ich immer ein kleineres x konstruieren.
Und dann weiß man, okay, dann kann es keine Lösung geben, weil es gibt nichts, wo das immer kleiner werden kann. Man nennt das auch manchmal, andere Variante ist der kleinste Verbrecher. Man nimmt an, es gibt ein kleinstes Gegenbeispiel und kann dann zeigen, ah, ich kriege das aber immer noch kleiner, das Gegenbeispiel. Dann weiß man auch, ah, das ist gar kein Gegenbeispiel, weil das kann nicht sein in den natürlichen Zahlen. Wir brauchen das unter anderem, dieses Wohlordnungsprinzip, jede Menge nicht natürlicher Zahlen enthält eine kleinste Zahl. Das gilt dann natürlich auch für absteigende Folgen. Brauchen wir das unter anderem bei der Division mit Rest. Die konstruiert so eine Menge, wo man dann sagen kann, aha, das bricht auf jeden Fall ab. Und dann gibt es noch das Schubfachprinzip. Offensichtlich ist es in dieser Form, wenn man n plus 1 Kugeln auf n Fächer verteilt, dann liegt in mindestens einem Fach mehr als eine Kugel. So, also zum Beispiel, wenn man 13 Personen hat, dann gibt es mindestens einen Monat, wo zwei davon Geburtstag haben. Weil es gibt ja gar keine 13 Monate, die bräuchte man ja quasi um das. Es könnte jetzt sein, dass in einem Fach 13 Leute drin liegen, das ist aber in Ordnung. Da steht ja nur, es gibt mindestens ein Fach, in dem mindestens zwei liegen. Und das kann man noch weiter verallgemeinern. Man kann dann sagen, wenn man A mal N plus 1 Kugeln auf N Schubfächer verteilt, dann gibt es unter den N-Stück mindestens ein Fach, wo es A plus 1 Kugeln drin gibt. Ist aber im Grunde genommen dasselbe Argument. Würde man auch wieder mit Induktion zeigen, also besuchen 37 Studierende eine Vorlesung, dann gibt es sogar einen Monat, in dem mindestens 4 Studierende aus der Vorlesung Geburtstag haben. Das wird auch noch öfter gebraucht. Mache ich da jetzt den Beweis durch Induktion? So, dann sind wir hier nochmal bei dem Beweis, der in der Vorlesung nicht so ganz geklappt hat. Wenn A mal N plus 1 Kugeln auf N Fächer verteilt werden, gibt es mindestens ein Fach mit A plus 1 Kugeln oder auch das erweiterte Schubfachprinzip oder Englisch Pigeonhole Principle. So, was habe ich falsch gemacht? Ich habe versucht, die Induktion über A laufen zu lassen. Die Induktion muss aber über das N laufen, so wie wir das auch gewohnt sind eigentlich. Das heißt, meine ganzen Einsetzungen für den Induktionsanfang da die 1 einsetzen, für den Induktionsschluss n plus 1 einsetzen. Das muss auch tatsächlich beim n passieren und nicht beim a. Aber zunächst mal überlegen wir uns, ist das denn überhaupt richtig, was da steht? Bevor man was beweist, soll man ja immer davon überzeugt sein, dass das überhaupt stimmt. Wir machen das mal mit einem kleinen, aber nicht zu kleinen Zahlenbeispiel. Ich sag mal, a ist gleich 2, n ist gleich 3. Das hieße, wir hätten also hier a mal n plus 1 Kugeln, das wären 2 mal 3 plus 1 ist gleich 7 Kugeln und wir hätten andererseits 3 Fächer. 3 Fächer. Gut, ich male mal die 3 Fächer. Die Behauptung ist jetzt, in jedem dieser Fächer haben wir a plus 1 gleich 2 plus 1 gleich 3 Kugeln liegen. Nicht in jedem, aber in mindestens einem haben wir 3. Denn was kann man bestenfalls machen? Naja, wenn man 7 Kugeln hat, könnte man mal versuchen, überall nur 2 Kugeln hereinzubringen. Ja, da hat man aber eine Kugel übrig. Die muss jetzt in irgendeins der Fächer rein, dann hätte man aber in einem Fach 3. Und damit wäre eigentlich schon die Aussage bewiesen für diesen Fall. So, jetzt gucken wir mal, was könnten wir sonst noch machen? Jetzt könnten wir schon sagen, naja, wir lassen mal ein Fach frei. Ja, aber dann ändert sich eigentlich nicht viel. Wir lassen einfach frei, dann haben wir aber nur 4 Kugeln untergebracht und hätten hier sogar noch 3 Kugeln auf der Seite liegen. Jetzt könnten wir die 2 hier überall reingeben. Also ich könnte zum Beispiel sagen, ich gebe die hier überall rein. Ja, aber dann haben wir einfach mit 1, 2, 3, 4, 5 Kugeln. Da haben wir aber auch einfach mit mindestens 5 Kugeln. Wir haben dann auch welche mit weniger, aber das wäre ja hier oben auch. Und das sagt der Satz ja auch nicht. Aber es ist nicht möglich, das so zu verteilen, dass wir nicht einfach haben, wo 3 Kugeln drin liegen. Jetzt wollen wir das allgemein beweisen und wir fangen wieder an mit dem Induktionsanfang. Der Induktionsanfang sagt also, wir haben nicht n Fächer, sondern wir haben nur ein Fach und wir haben dann hier auch a mal 1 plus 1 Kugeln. Okay, fangen wir mal an. Ich schreibe das ganz ausführlich nochmal hin. Wenn a mal 1 plus 1
Kugeln auf einfach verteilt werden, gibt es mindestens ein Fach mit A plus 1 Kugeln. Ja, das ist offensichtlich auch richtig, weil wir haben ja A mal 1 plus 1, A plus 1 Kugeln. Und wir haben ein Fach. Ein Fach. Und irgendwie, das ist mein Stift, hier sind meine A plus 1 Kugeln. Und die müssen ja jetzt alle hier rein, weil ein anderes Fach habe ich ja gar nicht. Also können wir hier sagen, fertig, stimmt. So, jetzt müssen wir aufpassen. Wir brauchen wieder den Schluss von n auf n plus 1. Das heißt, zu zeigen, so, aus der Annahme, AN wäre wahr, folgt AN plus 1. So, was ist AN plus 1? AN plus 1. Da muss hier oben überall, wo n stand, n plus 1 einsetzen. Also, wenn a mal n plus 1 plus 1, bei der Gelegenheit umrande ich das hier auch nochmal, damit man das schön sieht, wenn a mal n plus 1 plus 1 Kugeln auf n plus 1 Fächer verteilt werden, gibt es mindestens ein Fach mit a plus 1 Kugeln. So. Jetzt kommt der schwierige Teil. Ich muss ja die Induktionsvoraussetzung da wieder irgendwie einbringen. Also das AN hier ist meine Induktionsvoraussetzung. Das muss ich irgendwie einbinden. Deswegen ist jetzt eigentlich wieder wie immer, ich forme das so ein bisschen um, dass ich besser sehe, wie das mit diesem hier vorne zusammenhängt. Um das hier sollte ich auch nochmal eine Klammer machen, so damit man das klarer sieht. Also A mal in Klammern N plus 1 Kugeln. Das schreibe ich jetzt etwas anders hin. A mal n plus 1 plus 1 kann ich auch schreiben als a mal n plus a plus 1. Oder ich kann das auch schreiben als a mal n plus 1 plus a. Das ist offensichtlich alles dasselbe. So, jetzt habe ich hier vorne a mal n plus 1. Jetzt wird es ein bisschen, jetzt müsst ihr gut mitdenken. Jetzt machen wir mal hier die Fächer hin. Ich kann das natürlich nicht perfekt machen. So, und jetzt kommen hier Punkte. So, und dann geht es hier mit den Fächern weiter. Wir sagen mal, das hier sind n Fächer. Und das hier sind n plus 1 Fächer. Jetzt weiß ich, dass ich diese a n plus 1, wenn ich die auf n Fächer verteilen, daraus folgt in mindestens einem Fach haben wir a plus 1 Kugeln. So,
Also, ich weiß nicht, wie das hier genau aussieht, aber ich weiß, es gibt hier ein Fach, in dem liegen meine A plus 1 Kugeln drin. A plus 1. Jetzt habe ich zwar ein zusätzliches Fach, könnte da also einen weggeben, dann wäre da nur noch einer drin, aber ich habe ein anderes Problem. Ich muss ja auch noch A zusätzliche Kugeln verteilen. Da könnte ich mal so anfangen. Ich lege die alle hier herein. So, in diesem Fach legen jetzt am Anfang mal A-Kugeln. Ja, wird aber nichts ändern. Jetzt hätte ich ja bei diesen N plus 1 Fächern eins, wo A plus 1 Kugeln drin liegen und eins, wo A-Kugeln drin liegen. So, jetzt könnte ich natürlich sagen, ich nehme hier die eine Kugel weg und gebe die hier hin. Dann hätte ich aber in diesem Fach A plus 1 Kugeln. Dann hätte ich immer noch ein Fach, in dem A plus 1 Kugeln sind. Ja, jetzt könnte die andere Idee könnte sein, naja, ich gebe hier was weg. Ja, aber wenn ich hier was weggebe und gebe das in die ersten n Fächer herein, ändert ja auch nichts. Ich habe hier ein Fach, wo A plus 1 sind und das ist auch zwingend so. Da ist immer ein Fach, wo A plus 1 drin liegen. Wenn ich jetzt hier nur A minus 1 habe und gebe da noch eins rüber, ändert nichts. Dann kann es sein, dass es immer noch das A plus 1 Fach gibt und der eine verschwindet hier irgendwo. Ist aber egal, ich habe ja immer noch das Fach mit den A plus 1 Kugeln. So, also für die N-Fächer, hier was weggeben funktioniert nicht und hier was darüber geben funktioniert auch nicht, weil dann hätte ich da A plus 1 Kugeln. Und damit ist dann der Beweis fertig. Ist eigentlich nicht so schwer, man muss nur die Induktion über das N machen und nicht über das A, sonst wird man nicht fertig. Jetzt sehe ich gerade, ich habe das nicht richtig geschoben. Ich schiebe das nochmal hoch. Also hier insgesamt hatte ich die n plus 1 Fächer. Ich hoffe, das war jetzt kein Problem. Das dürften Sie eigentlich gesehen haben. Ich will das jetzt nicht komplett nochmal neu malen. Also, das war der Beweis. Wie gesagt, Sie wissen schon, auf die n Fächer ist auf jeden Fall eins mit a plus 1 dabei. Jetzt müssen Sie a weitere verteilen auf n plus 1 Fächer. Naja, Sie können maximal hier alle A hingeben, dann ändert sich vorne nichts, haben Sie da A plus 1. Oder Sie geben hier den einen weg, haben Sie hier nur noch A, dann haben Sie aber hier A plus 1. Und damit haben Sie immer noch A plus 1 in mindestens einem Fach und mehr ist auch gar nicht verlangt. Das war's.